Mann hier neben mir, das ist Lukas Wenig. Und Lukas hat eine Leidenschaft, er fährt Kart. Der 9-Jährige aus Südthüringen ist in seiner Altersklasse das, was man bei den Großen einen Shootingstar nennt. Lukas Wenig gewann letztes Jahr nicht wenig, sondern ganz viel, nämlich die ADAC-Meisterschaft Süd. Und er wurde Meisterschaftsdritter in der Gesamtwertung des Deutschen Motorsportverbandes. Ein Talent, das immer tüchtig Gas gibt. Lukas Wenig will viel. Der Kartpilot aus Langewiesen hat die Meisterschaft im Visier. Das Tollste ist, wenn man gewinnt eigentlich. Erst vor einem Jahr erhielt er die Lizenz für die jüngste Altersklasse. Seitdem startet er bei den sogenannten Bambini durch. Und das? Immer so schnell wie es geht und man versucht dann halt in manchen Runden besonders schnell zu fahren. Unser Sohn ist lebensfroh. Ungeduldig und wissbegierig. Er ist sehr begeisterungsfähig, er ist sehr fröhlich und zielstrebig. Inzwischen ist aus dem Hobby des Juniors Teamwork für die ganze Familie geworden. Lukas kennt sich mit der Technik schon gut aus. Na, ich muss immer erst mal sehen, wie der Grip ist, ob es rutscht. Und dann muss ich halt immer erst mal die Aussage machen. Da muss ich dann erst mal immer meinem Vater sagen, dass er das dann einstellen kann. Lukas' Motor hat 9 PS. Damit kann er auf geraden Strecken mehr als 100 Sachen fahren. Fast jedes Wochenende ist die Familie während der Saison zum Rennen unterwegs. Quer durch Deutschland. So wie hier in Wackersdorf gewann Lukas schon Dutzende Rennen. Hier mit der Startnummer 103. Dabei gehört er zu den Jüngsten in seiner Klasse, die bis zu den 12-Jährigen geht. Zum Jahresauftakt hat er beim traditionellen Winterpokal in Kerpen gesiegt, wie einst sein Vorbild Michael Schumacher. Er braucht immer irgendwo eine Herausforderung, die ihn anspornt, sein Potenzial zu entfalten. Kartfahren ist aber nicht Lukas einziges Hobby. Das Multitalent spielt genauso gut Keyboard, Fußball, fährt Ski oder schwimmt. Auch in der Schule ist Lukas auf Überholspur. Er besucht die offene Ganztagsschule Franz von Assisi in Ilmenau. Und er kann sich viele Dinge selber erarbeiten. Und da er sehr wissbegierig und zielstrebig ist, war er oftmals seinem Stoff eben voraus und deshalb hat er im letzten Schuljahr halt die 3. und die 4. Klasse in einem Jahr absolvieren können. So wie er in der Schule eine Klasse übersprungen hat, möchte Lukas auch im Motorsport noch weiter nach vorn. Ein großes langfristiges Ziel ist natürlich, wenn man sowas intensiv betreibt, in den Formelsport zu kommen. Dafür fehlen zwar noch Partner und Sponsoren, aber Leerlauf kennt Lukas nicht.